Man hat ja heute schon gesehen, auch an dem gefüllten Raum, dass die Vorstellung des jährlichen Krankenhaus-Rating-Reports immer aus unserer Branche auf ein ganz hohes Interesse stößt. Es sind ja auch unterschiedliche Schwerpunktthemen, die dort aufgegriffen werden. Dieses Jahr Thema Personal, Fachkräfte und auch die Benchmarks, die gezeigt werden. Als wir anfingen mit dem Report, gab es kaum Transparenz über den Markt, wie es den einzelnen Krankenhäusern eigentlich ging. Jeder hat immer gesagt, uns geht schlecht, und damit hat jeder gedacht, oh Gott, da müssen wir nachlegen. Und wir haben ganz viele Mythen widerlegen können. Na, wir schauen zunächst mal, wie ist die wirtschaftliche Lage der Krankenhäuser, und stellen da fest, dass es sich im Jahr 2016, das ist unser aktuelles Datenjahr, verbessert hat. Also die Lage durchaus als gut zu beschreiben ist. Allerdings, man muss auch investieren. Man muss sich auf die Zukunft vorbereiten. Wir veröffentlichen seit knapp 14 Jahren immer diese Ergebnisse. Und eine unserer Empfehlungen vor einigen Jahren war, lasst uns doch einen Strukturfonds aufsetzen, wo wir Geld nutzen, um die nötigen Strukturen zu finanzieren. Wir haben einfach zu viele Krankenhäuser in Deutschland. Und dort Anreize zu setzen, dass ein Träger eines Krankenhauses sagt, jawohl, ich schließe ein kleineres Haus, ich fusioniere es mit einem zweiten. Dafür hatten wir mal angeregt, einen Investitionsfonds aufzusetzen, der auch kam und der auch jetzt sehr stark genutzt wird, was erfreulich ist. Also wie wir im Krankenhaus-Rating-Report gesehen haben, liegt Deutschland im Bereich der Digitalisierung der Krankenhäuser international im Vergleich weit zurück. Für uns ist im Vordergrund der Digitalisierung spürbare Arbeitserleichterungen für die Mitarbeiter und eine bessere Qualität in der Patientenversorgung. Wir empfehlen natürlich unseren Kunden, diese digitale Herausforderung als Chance zu werten. Das heißt, Prozesse klüger zu gestalten, patientennah zu gestalten, immer mit der Qualität im Mittelpunkt zu stehen und dadurch letztendlich ganz neue Operations- und Geschäftsmodelle im Krankenhaus und im Umfeld aufzubauen. Also Fachkräftemangel ist nicht nur ein Thema in der Gesundheitsbranche, sondern in der ganzen deutschen Wirtschaft und auch Gesellschaft. Ich glaube, dass, wenn man jetzt von der Pflege beispielsweise spricht, sehr genau differenzieren muss, wie kann man diesen Pflegeberuf attraktiver machen. Und alle Pflegekräfte, mit denen ich mich unterhalte, haben sich ursprünglich für Empathie und nicht für Bürokratie entschieden. Die Situation wird sich verschlimmern sogar noch. Das heißt, wir werden in Zukunft mehr Nachfrage nach Krankenhausleistungen sehen. Das ist demografisch bedingt. Und auf der anderen Seite haben wir weniger Leute, die im berufsfähigen Alter sind und auch diese Leistung eben auch erbringen könnten. Und von daher ist das eine enorme Herausforderung für unsere Kunden, für die Krankenhäuser. Und dem müssen sie natürlich entgegentreten mit klugen Lösungen. Also die Leute haben ja den Vorteil, dass wir sowohl das deutsche Gesundheitssystem sehr gut kennen, als auch das internationale. Und wir daher Benchmarks ziehen können und sagen können, wo läuft es gut, wo läuft es weniger gut, und was sind die Gründe, dass es gut läuft und dass es weniger gut läuft. Und unsere Empfehlung ist eben, die Ursachen besser zu verstehen und die zu bearbeiten. Und das bedeutet, dass wir insgesamt mehr darauf glauben, einen freien Markt zuzulassen, dass wir mehr daran glauben, die Prozesse zu digitalisieren, patientennah zu sein und den Patienten und die Qualität in den Mittelpunkt zu stellen.